Hey Leute, vor ein paar Wochen habe ich mein erstes Video zur FIFA 22 Ultimate Team rausgebracht und seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen und vor allem habe ich sehr viele Packs in der Zeit bekommen, die man halt in SBCs bekommt, in Zielen und die sind hier alle in diesem Video. Deswegen, man sieht hier quasi das Ergebnis von einem Monat, dass ein Gelegenheitsspieler an Packs bekommt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gelandet bin. Ich habe nur 3 Tage lang gespielt. Silber 1, ja, okay, gut. Es war klar. Als ich aufgehört hatte nach 3 Tagen, war ich Gold 1. 2 Tradable Jumbo Premium Gold Packs. Ja. Wir haben direkt einen. Oh mein Gott! Nein! Ich habe kurz gedacht, es ist Mondi. Oh, wir haben Hunter gezogen. Dann haben wir noch eins. Wenigstens ein Morgott einmal. Oh, nee. Das ist nicht gut. Och, Mann. Also, die Packs sind echt nicht nice. Komm, ein Morgott wäre doch möglich. Ganz schön. Aubameyang? Einfach Aubameyang, okay. Ist zwar Untrade, aber ist sehr stark. Nehmen wir direkt das zweite Untrade-Pack mit. Wieder 83 plus. Und Mikel Merino, auch gute Karte. Und dann haben wir jetzt das hier. Das ist richtig wack. Bronzenspieler drin, ne, egal. Oh, Walkout! Wer ist das? Lukaku? Wir haben Lukaku. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Es ist ein Trailblazer Lukaku. Jawoll. Boah. Das ist echt gut. Wie viel ist der wert? Ja, 27k. Es ist wieder Sonntag, damit Rewards-Tag. Wir haben, ich weiß gar nicht, was wir bekommen haben, Gold 1. Das sieht vielversprechend aus. Egal, fangen wir hiermit an. Nein! Wäre das Mondi gewesen, wären das 80k. Das ist belastend. Okay, es sind 3k. Ich beschwere mich nicht. Und dann kommen wir zum letzten. Das ist das Schlechteste. Ich habe keinen einzigen Rare-Spieler. Und dann habe ich eine lange Zeit lang wirklich nichts mehr gezogen. Okay, das Ganze wurde unterbrochen durch einen untradable Dybala, den ich gezogen habe. Aber wirklich mehr war er auch nicht. Wir haben hier wirklich unfassbar viele Packs. Also das ist auch irgendwie aus den Top-Partien SBC. Das ist Ginter. Ist sogar echt ganz okay dafür, dass es irgendwie ein seltener Spiel drin ist. Dieses Mal ist es nur ein Romero. Der ist doch auch was wert, oder? Wir sind auch alle gerade echt teuer, weil der SBC draußen ist, wo man selten Spiele abgeben muss. Selten ist unser Spielerpack klein. Und haben wieder 83 plus. Delaney? Nee, Höybjerg. Wieder 83 plus. Wieder. Nee, ach, Gosens, ja. Und wir haben Walkout. Das ist. Ist es Sterling? Ja! 88 plus Walkout. Das ist stark. Ja. Jo, 33k. Es läuft richtig gut. Muslera, ja.
Alright, 3 Stück sind es noch. Bislang gute Ausbeute, bestimmt. Ich würde mal schätzen, 50.000 haben wir locker. Ja, gehen wir einfach sukzessive jetzt von rechts nach links durch. Kick nach Walkout. Walkout, aber nur ein 86er. Ein 87er. Na, 86er. Na, das Silber. Aber ist okay. 1000 Münzen. Auch gut. Dann sind es nur noch 2. Nächster Walkout. Ja. Mares. Auch gut. Sehr, sehr gut. Also, natürlich, es gibt viel bessere, aber es läuft perfekt. 2 Walkouts, 3 Walkouts. Hoffen wir jetzt auf den letzten Walkout im letzten Pack. Es ist keiner. Wenigstens, aber oh, nicht schon wieder Heuberg. Ach. Und wir haben Saint-Maximin und Lacroix drin. Wäre früher krass gewesen, aber ich denke, die sind nichts mehr wert. Das war richtig gut. 3 Walkouts aus 10 Packs ist eine okay Quote. Wir haben hier noch 3 Packs, die sind alle schlecht, aber garantierter 80 plus Spiel ist gut. Also könnte gut sein. Harry Bjerg zum 1000. Mal. Tradable. Nehmen wir mal mit. Walkout? Nee, ehrlich. Frankreich ist gut, ist gut. Ist was, ich glaube, der müsste noch ein bisschen wert sein. 4.000 vielleicht? Ja. Ja, 3.7. Hoffen auf einen Walkout, aber die sind nicht so gut. Das ist ein Walkout, oder? Ja, alle gleichzeitig. England. Kane? 90er Kane. Der beste Spiel, den ich bisher gezogen habe. Yo, das ist gut. Da kann sogar noch was hinter sein. Ah, es ist nichts mehr hinter. Squad Battles. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Auch wenn wir haben Silber 1, mein Gott. Wir haben nur 2 Tage gespielt. 18 Packs im Shop. Es ist unfassbar. Wir haben auch, glaube ich, 100k Pack. Also die sind, warte mal, sind tradable. Das ist ein, kein 100k Pack. Okay, gut, ja. Aber von diesen nicht 100k Packs haben wir 2. Es ist so viel. Es wird unfassbar sein. Ja, mir SBC-Futter. Der darf nicht spielen. Ach, für SBC ist der richtig gut, diese Packs. Prime, ein seltener Goldspieler, habe ich ganz übersehen, dass wir noch eins davon hatten. Und wir haben da sogar was Okayes drin, nämlich Azar 85. Wir haben noch eins davon. Dann haben wir jetzt ordentlich SBC-Futter gesammelt. Und wir haben echt noch richtig gut. Wo kommen die alle her? Wieso ist denn noch eins? Fangen wir mit diesem Untrade an. Oder war das Eder Militao? Alright, das ist... Das war auch nichts mehr wert, aber das ist eine sehr spielbare Karte. Ah, der ist tradable. Habe ich ein tradable Pack geöffnet? Ich dachte eigentlich, dass ich ein untradable Pack geöffnet hätte. Ich habe das tradable Pack geöffnet. Okay. Das sieht aus nach Piqué 84 sogar. Prime gemischte Spielerset. Da habe ich Lukaku rausgezogen letztens. Und ja. Oh, Nico ist, glaube ich, was wert, einfach weil der relativ bekannt ist, im Hype ist. Bislang läuft das Ganze jetzt ziemlich ernüchternd, aber wir haben noch die beiden, die das Ganze retten können und die beiden, die das Ganze retten können. Insofern, 4 Stück sind es noch. Okay, das sind 8.000, beschwere mich jetzt nicht. Ja, Walkout, Inform. Ah, wobei, jetzt kann ich einfach nur Inform, kein Walkout. Aha. Ich habe kurz um die Flammen gesehen. Okay. Immerhin die erste Special Card. 10.000 halt, ne? Okay. Das war jetzt ein gutes Omen für diese beiden hier. Es muss doch laufen. Komm schon.
Wir haben 1,82 plus. Und wieder Eder Militaro. Das ist... Ich habe wieder das Tradable Pack geöffnet. Was mache ich denn hier eigentlich? Es ist wieder nur ein 82er. Es ist wieder Bale. Was passiert hier?